So, Freunde, im Hintergrund rendert gerade COD Go Teil 2. Und ich habe nur mal jetzt so zur Anmerkung, wollte ich nur sagen, dass das letzte Video ist ohne Tonspur. Also ich kommentiere das ja jetzt wieder nach. Und hier kommt gerade nicht hinterher. Das heißt, der hängt an der scheiß Tonspur. Das liegt nur mal am Rendern. Ja, ich wollte nur sagen, dass wenn hier das jetzt fertig ist, wenn ihr das letzte Video jetzt von COD Ghost seht, dann kann es schon sein, dass es Weihnachten ist. Also ich werde das so, ja, jeden Monat werde ich ein COD-Teil beziehungsweise ein FIFA 15 klar, der kann es ja nicht sein, weil ich es ja nicht kommentiert habe. Das wäre ja wie gesagt eine Demo. Und ja, was gibt's noch zu erzählen? Achso, ja genau, die Aramedia hat ungefähr 69,90 Euro gekostet ohne Versand. Der Versand kam nochmal 3 Euro extra. Ja, dazu kommt noch eine Festplatte, die ich mir jetzt auch noch bald bestellen. Die werde ich mir jetzt bald bestellen. Die kostet auch um die... Moment, ich guck mal was. 35 Euro. Legen wir bei 100 Euro und das bezahle ich alles aus eigener Tasche. Außer jetzt die Aramedia, die hat meine Mutter jetzt geteilt. Sie findet sie 20. 20, 50, ich. Nee, sie 40, ich 25. Oder 29, ich weiß es gar nicht. Und von YouTube kam bisher noch kein Geld. Ja. Aber ich hoffe, das wird sich bald ändern. Da ich mich komplett monetarisiert habe, auch mit Google AdSense-Konto verknüpft habe. Ja, also solange man seine Videos monetarisiert, heißt, also solange man vor seinen Videos Werbung schaltet, bekommt man dafür Geld. Zwar nicht viel, aber ja, mehrere Details kriegt ihr in A-Design. Wir sind YouTube-Partner. Schwimmen in Geld stimmt zwar jetzt nicht so, wenn man jetzt so noch klein ist, ja, also an Anführungsstrichen klein. 15 Abonnenten ist schon viel, oder eher gesagt 14. Dann schwanken wir so zwischen 14, 15, 20, 15, 20, ja. 14, 15 Abonnenten schwankt es so ab und zu mal. Was ich noch sagen wollte, ist, ihr würdet mich sowas von sehr unterstützen, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen Werbung für mich macht. Ich will jetzt nicht so ein bisschen geflame, aber es ist richtig schwierig, wenn du Leute hast, die dich nicht kennen, ja, und du sie überzeugen möchtest, dich zu abonnieren. Wenn ihr es schafft, bis Anfang des neuen Jahres, dem neuen Jahr, also 2015, ja, am 1.1.2015, mit mir auf einer Community-Zahl von 20 Abonnenten zu steigen, dann verrate ich ihn dir ungespielt vollkommen, also im vollen Namen, ne? Ja. Ich sag ja, ihr kennt euch nur, also ihr kennt ihn ja nur unter Simon. Ich weiß, wie er heißt. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie andere YouTuber heißen. Nein, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es schon bei Balui gesehen habt, Balui EP. Er heißt wie Fels. Simon Wiefels. Ist mit Catherine Seidel verlobt, sagt man ja so. Nein, verliebt, verlobt, verheiratet. Ich schätze mal, die sind nur verlobt. Ja? Also es steht da, die sind verliebt, meine ich. Ja, ich schätze mal, die sind nur verliebt. Weil auf der YouTube-Seite, YouTube-Wiki-Seite steht, sie sind verlobt. Ja, ich schätze mal, ich habe mehr nichts zu sagen. Ich hoffe, ja, man merkt, wenn ich nichts zu tun habe, ist mir richtig langweilig und ich bin auch noch nicht so im Thema drin.
Achso, welche Festplatte ich mir übrigens bestellt habe, ich vergessen. Das ist die Core bei. Warte. CN Memory. Ja, die hat eine Umdrehung, glaube ich, von einer normalen Festplatte im Laptop. Allerdings hat die nur 320 GB und. Sehr gut! Ist nicht viel, aber. Dann kann ich ruhig schon so ein paar Gameplays aufnehmen, also. Insgesamt 320 Stück. Weil 10 bis 15 Minuten sind ungefähr 1 GB. Wenn man die Qualität auch optimal stellt, ne? Und wenn man die Qualität auch gut bis. Ja, doch, gut bis optimal, glaube ich, hieß die Einstellung. Ne, gut, einfach nur gut. Dann kann man 15 bis 16 Minuten, bis 20 Minuten aufnehmen, dann hast du ungefähr auch ein Gigabyte. Und wenn du Grotten schlecht aufnimmst, dann hast du natürlich eine halbe Stunde, ne? Aber ja gut, wer will Grotten schlecht aufnehmen? Ich möchte gute Qualität liefern. Darum will ich jetzt auch hier endlich so einen Scheiß Mischpult haben, damit ich diese Rauscheffekte, die ich jetzt zum Glück schon bearbeiten kann mit wie heißt der Auditon von Adobe? Ja, Auditon, genau. Zum Glück raus, aber das frisst andauernd Zeit weg. Und ja gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Folge geht sowieso nur 9 Minuten, also ich wünsche euch noch viel Spaß mit 3 Minuten unkommentierte Sachen. Und ja, wie gesagt, nach Weihnachten gibt's dann mich als Live-Kommentator. Ja, gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, Video zu liken, in der Description zu gucken, also in der Beschreibung, und subscriben, also kommentieren. So, okay, ciao mit drauf.